Wer Sie sind? Was? Ich? Oh, ja. Ich. Oh. Richtig. Na, endlich. Autor. Oh. Verstehen Sie? Bücher. Das bin ich. Bücher. Ich. Ja. Kommissar Leber, bitte. Nein, er ist Amerikaner. Sieh, da möchte einer Bücher verkaufen. Tut mir leid, unser Kommissar Leber lässt einen ausrichten, er hat schon ein Buch. Und ein anderes braucht er nicht. Nein! Der hat nämlich einen Haffer zum Tor. Er ist zu beschäftigt. Warum schreit er denn so? Auf Wiedersehen! Sie brauchen einen bloß umdrehen, da hinten ist die Tür. Bloß umdrehen. Richtig, danke. Tja, Bücher lesen, sowas. Bücher lesen? So, was ich sagen wollte vorher ist, er ist ein Amerikaner. Normalerweise ist das Spiel auf Deutsch, aber da das Spiel auf Deutsch ist, heißt blöd, wenn man es auf Deutsch übersetzt. Darum haben sie es bayerisch gemacht. Du meinst, das Spiel wäre normalerweise auf Englisch? Ja, aber der würde Deutsch sprechen. Aber jetzt kannst du Deutsch nicht in Deutsch übersetzen, jetzt haben sie es einfach bayerisch gemacht. Ja, ich weiß schon, was du meinst. So wie in Kripke praktisch bei Big Bang. Ja. Ja, Hackfleisch. Klingt Weißwurst. 6 Mark. Ja, kaufst du schnell. Blutwurst, Leberkäse, Schweineinnereien. Leber Cheese. Was heißt denn Leberkäse auf Englisch? Ich weiß gar nicht. So, was gibt's denn Gutes? Die Weißwurst ist sehr gut. Und 2 Würst. Ich überleg's mir noch. Weißwurst. Ich glaube, sie spricht kaum Englisch. Außerdem wird sie sicher nur über Weißwürste sprechen wollen. Weißwurst. 6 Mark. Ich glaube, sie spricht kaum Englisch. Außerdem wird sie sicher nur über Weißwürste sprechen wollen. Ja, Würstel brauchen wir jetzt einmal nicht. Ein Bürogebäude. Ein Bürogebäude. Ich würde sagen, gehen wir nach Hause. Ich könnte mich ein Blecheimer. Dieses Waldstück zieht sich. Eine Menge Platz, um sich zu verstecken. Ja, das merke ich mal eh. Ich hatte auf einen Mercedes gehofft.
Rathaus. Aha. In Rittersberg haben wir auch eins. Überall. Verdammt. Jetzt geht's das ist dein Postamt. Was soll ich denn wegschicken? Nein, das wird nicht weggeschickt. Ich sollte besser den Brief an Gracie abschicken. Ich würde es ja sofort versuchen, aber ich spreche die Sprache nicht. Außer... Häuser, Häuser... Das bin ich, Gabe. Jetzt bist du ein Idiot. Ich habe einen Brief weggeschickt. Ein Postamt. Ja. Ein Büro. Und jetzt überlege ich gerade, was wir mit der Würstelfrau machen. Weil ich habe einen Tipp gespendet und das zeigt mir an, dass man da noch Sachen zu tun hat. Ich bin im Moment nicht in der Stimmung für Fleisch. Ich bin im Moment nicht in der... Ich glaube, ich will ihr das nicht zeigen. Ich glaube, ich... Jetzt redet er wieder, Georgie.
Das bin ich. Das bin ich. Ah, Mr. Knight. Herr Doktor, tut mir leid, dass ich Sie schon wieder störe. Keine Ursache. Das bringt nichts, gehen wir wieder. Danke für. Der sagt immer noch nichts, ha? Nee. Gabriel. Ein Wassertrog. Der Boden da drüben ist ein bisschen schlammig. Na. Da habe ich vorher hingekriegt. Ja, ich weiß, das ist mit dem Schwert urbehindert. Aha. Was ist das? Was ist das? Gut. War nicht gut, oder? Steckt einfach eine und sagt gar nichts. Haarprobe vom Wolf. Sieht für mich wie rötliche Haare aus. Nee. Echt jetzt? Etwas ist hier gewesen. Vielleicht das Ding, das Hubers Tochter getötet hat. Soll ich, glaub ich, mit der Haarprobe mal zu den Wolfsforscher gehen? Weiß nicht, schau genau, ob noch irgendwo was da ist, weil, siehst du, dass du mal dumm drückt und. Dieses Wald. Dieses Waldstück. Bitte. Etwas ist hier gewesen. Vielleicht. Ja, wissen wir schon. Etwas ist hier gewesen. Aber was? Ich bin so dumm. Ich bin der Gabriel Knight. Geh mal zurück. Ich bin der Gabriel Knight. Na, wenn Haare da sind, muss auch irgendwas anderes da sein. Ja, da, weiß er nicht. Warum sagt er, bei dem Holzding, der Boden ist schlammig? Ich könnte mich ja täuschen, aber ich glaube, in diesem Sack finde ich Zement. Ich könnte mich ja. Ein Blecheimer. Ein Blecheimer. Nichts Interessantes. Okay. Ich zeige einmal die Haare diesen Forscher. Ins Auto musst du einsteigen, ja, genau.
So, da haben wir was. Vielleicht interessiert das. Ich frage lieber jemanden, der nicht beteiligt ist. Der Kerl ist etwas zu nah am Feuer. Man könnte sich verbrennen. Vielleicht rennt draußen der Dings wieder herum. Der Thomas? Der Pfleger da, ja genau. Der Thomas, wo bist du? Der Tommy. Canis lupus lupus. Das müsste... Sieht aus, als würde... Das... Nein, ich will nicht zu den Idioten. Bitte, ich will wieder weg.